Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir auf die Woche vom 25. bis zum 31. März. Allerdings, man wird es vielleicht noch ein bisschen hören, war ich ja erkältet. Das löst sich jetzt alles wieder. Deswegen sind auch die Wochenlegungsvideos ein bisschen verzögert, verspätet. Später als sonst zumindest. Und ich werde heute, weil ich, meine Stimme macht das noch nicht mit, werde ich heute nicht wie sonst Vergangenheit und Gegenwart klären, sondern die Grundenergie klären, damit ihr auch wisst, okay, resoniert es mit mir oder nicht. Na, was man ja sonst immer mit Vergangenheit und Gegenwart klärt. Die Resonanz werde ich heute nicht machen. Wie gesagt, werde heute die Hauptenergie klären und dann kurz den Ausblick für die Woche geben. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Wenn nicht, kann ich auch nichts dran ändern. Ich huste und schniefe hier. Gutes Zeichen, es löst sich. Aber ja, wie gesagt, aufgrund dessen heute die kürzere Version. Und noch ein kurzer Hinweis, ich arbeite gerade an etwas, das auch demnächst erscheint. Und zwar für all diejenigen, die sich so sehnlich ihren Herzmenschen wieder zurück in ihrem Leben wünschen. Also, bleibt gespannt. Mehr und ausführlich, wenn es dann soweit ist. So, das gesagt, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Steinböcke für die Woche vom 25. bis zum 31. März. Vielen Dank. So, dann wollen wir doch mal schauen. So, meine Lieben. Wer jetzt was gegen Karten auf dem Kopf deuten hat, darf jetzt abschalten. Ich reinige sie und sie sind nicht alle auf dem Kopf. Ja, möchte das hier nochmal erwähnen, aber ich deute sie halt so. So, für wen ist das Reading? Gucken wir uns die Resonanzenergie an. Das sind die vier der Stäbe auf dem Kopf. Die vier der Stäbe auf dem Kopf bedeutet, das Reading ist für all diejenigen, die gerade familiär oder beziehungstechnisch in einer Trennungssituation stecken oder gesteckt haben, ja, Umzüge, Auszüge, Hausverkäufe, sich eine ganze Weile wirklich nicht in der Harmonie und nicht im inneren und äußeren Frieden befunden haben. Das ist wirklich so ein Loslassen. Das ist ja, als hätte man irgendwie eure Welt auf den Kopf gestellt. Also das ist wirklich Unfriede, das ist auch Streit, das ist Neid, das ist auch, es gibt ja auch Steinböcke, die an so einen Punkt gekommen sind, wo sie gar nicht mehr wussten, wer sie sind. Oder Steinböcke, die gehofft haben, sie könnten dann und dann schon in Rente gehen, aber das wurde nichts. Und das tut euch auch körperlich nicht gut. Und dann gibt es ja auch Steinböcke, die eine Firma verlassen mussten. Also entweder weil, ne, keine Vertragsübernahme oder aber die Firma hat Konkurs angemeldet. Oder da war so viel Stress und Streit und vielleicht auch Mobbing in der Firma, dass ihr sagt, nee, ich kann das nicht mehr. Okay, das zum Thema Resonanzenergie. Hauptenergie in der Woche ist das Ast der Schwerte auf dem Kopf. Das ist eine Woche, in der ihr die Wahrheit und nichts als die Wahrheit wollt. Einige Steinböcke haben irgendwie im Bauchgefühl, dass man nicht ganz ehrlich zu ihnen war oder man ihnen was verschwiegen hat. Ihr seid so kleine Detektive in der Woche. Ja, da gibt es einige Steinböcke, die auch wirklich tief buddeln, um die Wahrheit rauszufinden. Es geht hier in der Woche um Enttäuschung.
um wirklich alles und jeden, der nicht ehrlich zu euch ist, entschuldigt bitte, oder nicht klar kommuniziert, was eben auch bedeutet, für Beziehungen zum Beispiel sagen zu können, ja, ich will dich und nur dich oder halt eben nicht, ja, also so in der Luft gehalten werden, da habt ihr keine Lust mehr drauf. Ja, eine Woche der Klarheit oder des Schaffens von Klarheit. Und dann gibt es hier einige Steinböcke, die sagen, ah Mist, ich habe irgendwie den Absprung verpasst. Da gab es vielleicht mal Abfindungen und ihr habt sie nicht genommen. Da gab es vielleicht Möglichkeiten auf andere Jobs oder Verträge und ihr habt sie nicht genommen. Da gab es vielleicht mal Möglichkeit auf Klärung. Und es ist aber unausgesprochen geblieben und ich kriege hier gerade rein, dass, und es tut mir gerade sehr, sehr leid, dass einige Steinböcke jemanden verloren haben und da noch was ungeklärt geblieben ist. Das kann auch sein, dass das in euch vorgeht. Wir gucken mal, was bereitet ihr da vor in der Woche und fragen, warum der König der Stäbe auf dem Kopf. Huch. Die 7 der Stäbe. So. Einige Steinböcke reagieren gerade nur. Also das ist hier wirklich schützen, was geht und erstmal keine Idee haben, wie es weitergeht. Aber ihr setzt Grenzen in der Woche. Ihr setzt Grenzen, weil ihr wollt Entspannung haben. Aber ihr habt irgendwie, es gibt hier Steinböcke, die fühlen sich in der Situation gegenüber ausgeliefert. Und ja, sind im absoluten Abwehrmechanismus unterwegs. Ich kriege hier auch rein, dass einige Steinböcke irgendwie wirklich um ihren Job oder um ihre Position bangen, vielleicht um ihre Selbstständigkeit und tun da alles für. Es gibt hier aber auch Steinböcke, die in einer Beziehung waren oder sind und das ging so sukzessive, das habt ihr gar nicht so mitbekommen. Wart ihr vielleicht in der Abhängigkeit oder auf jeden Fall hat man euch so die Handlungsgrundlage, vielleicht auch Willensstärke irgendwie weggenommen. Ne? Da sind ganz oft Grenzen überschritten worden und man hat euch irgendwie so innerlich gebrochen, entmachtet, abhängig gemacht. Und jetzt aber kommt so dieses, oh nee, ne? da ist irgendwas passiert, das hat den Tropfen, das war der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und jetzt bezieht ihr hier klar Position für euch. Warum die drei der Münzen auf dem Kopf? König der Kelche auf dem Kopf. Stagnation Deluxe. Stagnation Deluxe. Es kann aber auch sein, dass euch hier wirklich jemand eine Position, eine Beförderung oder sowas streitig gemacht hat oder ein Weiterkommen zumindest verhindert hat. Auch gerade hier ne, diejenigen Steinböcke unter euch, die früher in Rente gehen wollten oder Stunden reduzieren wollten. Irgendwie hat man euch da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es geht hier aber auch um Steinböcke, die in der Woche wirklich den Erkenntnismoment Deluxe bekommen, dass hier eine Beziehung festgefahren ist, dass es hier schon lange nicht mehr um Liebe geht und dass vielleicht auch ein Mensch, den ihr sehr geliebt habt, vielleicht immer noch liebt, euch was vorgemacht hat, ja? Euch ausgenutzt hat, vorne rum euch Liebe vorgegaukelt hat, aber einen ganz bestimmten Plan im Kopf hatte. Das kann auch mit den drei der Münzen, das ist ja auch die Gemeinschaft und der Fortschritt und das Team, das kann ja auch sein, dass hier in der Familie jemand, um irgendeine Art von Ziel zu erreichen, ja, vielleicht ging es hier um eine Erbschaftsgeschichte, kriege ich hier gerade rein und da hat man irgendwie lieb und nett getan und euch aber irgendwie belogen, veräppelt. Um einen Teil vom Erbe gebracht. Vielleicht geht es hier sogar um Immobilien und Geld.
Damit hättet ihr so nicht gerechnet. Da war dieses diffuse Bauchgefühl, aber ihr hättet es der Person in dem Ausmaß nicht zugetraut. Also mal unabhängig von, ob es jetzt um Erbe ging oder nicht. Ne? Also in dieser Beziehungsdynamik, ja, ihr hattet dieses Bauchgefühl, ihr habt in der Woche auch dieses Bauchgefühl, wollt die Wahrheit, wollt das loslassen auch. Das hat euch wahnsinnig viel Kraft gekostet, das wird euch in der Woche klar. Das ist wirklich so Realisierung, so jetzt Notbremse, jetzt, sonst geht's nicht mehr. Und auch ihr werdet in der Woche sehr in den Kopf gehen, also sehr rational versuchen zu handeln. Für viele geht es hier wirklich mit einem geliebten Menschen irgendwie nicht vor und nicht zurück. Da ist was richtig festgefahren. Und auch das kostet euch wahnsinnig viel Kraft. Ich sehe aber auch einige Steinböcke Beweise sammeln, Überwachungskameras aufhängen oder. Was ich so schlimm finde, was so die ganze Zeit so richtig präsent durchkommt, das ist so dieses sich ausgeliefert fühlen, dieses Reagieren anstatt Agieren. Ne? Also irgendwie gerade so schützen, was geht und sich selber irgendwie gerade noch halbwegs aufrecht halten, aber dabei seid ihr ganz schön K.O. Ihr wisst gerade nicht so ganz, wo euch der Kopf steht. Da ist ganz viel Stress in eurem System. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Warum die 10 der Münzen auf dem Kopf? Page der Münzen. Ach komm, der Mond auf dem Kopf. So, ja. 10 der Münzen auf dem Kopf, das ist ähnlich wie die 4 der Stäbe auf dem Kopf. Ne? Der Friede, die Harmonie, die Loyalität, das ganz große Glück, ja? Die Beziehung, die Familie, der Traumjob, die Traumfirma, all das ist euch irgendwie um die Ohren geflogen. Also da ist nichts mehr mit Treue und Vertrautheit und Loyalität und Liebe und dem großen Glück. Und die gute Nachricht ist aber, ich kriege hier so rein, viele gehen auch in so eine, ich pfeife halt jetzt einfach drauf, Einstellung und fange neu an. Kehr all dem hier den Rücken. Investier keine Gefühle mehr rein, keine Kraft, keine Zeit, erst recht kein Geld. Ich rette, was zu retten ist und ziehe weiter mit dem Pagen der Münzen. Es gibt ja aber auch die Möglichkeit, dass einige Steinböcke in der Woche wirklich irgendeine Art von Info kriegen oder Beweis an die Hand kriegen und können damit weiterarbeiten. Mit dem Pagen der Münzen, das kann der glückliche Impuls sein, der Impuls, der euch zu eurem Glück verhilft, vielleicht auch, ne, zu eurem Erbe. Vielleicht finden ja auch einige, die noch etwas mit einer Person klären wollten, diese Person aber ja, verstorben ist. Vielleicht findet ihr auch ein Tagebuch oder irgendetwas oder kriegt was von irgendwem erzählt, was euch Klarheit bringt, was euch weiterbringt, was euch nach und nach in den Frieden kommen lassen kann. Und es gibt hier Steinböcke, die vielleicht dann auch Stunden reduzieren. Also ich denke hier wieder an die, die doch nicht früher in Rente gehen konnten. Neue Jobangebote auch möglich. Hier geht es im Kern ganz viel darum, dass ihr richtig in der Schockstarre seid, keinen Plan habt, dann kommt dieser Erkenntnisprozess, weil ihr innehaltet, euch die Situation mal wirklich rational anschaut und dann sagt, okay, ich pfeife drauf. Auch wenn es weh tut und auch oder tun könnte, auch wenn mich das etwas kostet, vielleicht auch materielles, ideelles,
Also was von ideellem Wert. Ich lasse das alles los und fange irgendwie neu an. Die ergänzende Energie zu eurer Hauptenergie ist der Mond, auch auf dem Kopf. Das ist das Ende der Täuschung, der Beginn der Klarheit. Und da geht es ja drum. Ne? Das ist so total eure Energie. Ihr sucht Beweise, ihr wollt Wahrheit, ihr wollt Klarheit. Ihr habt keine Lust mehr, dass man euch irgendwie Mist erzählt, irgendwas vormacht. Ihr kommt auch in eine Art von Kraft. Ihr habt auch keine Angst mehr. Also das ist wirklich dieses, hey, was soll man mir noch wegnehmen? Ich habe mich, ja, und das ist genau, das ist so ein richtiges Kernmoment in eurem Leben, dieses, ich setze jetzt Grenzen. Ich lasse mich nicht mehr veräppeln, ich lasse mich nicht mehr für dumm verkaufen. Ich will Glück, ich will Liebe, ich will Friede, ich will Harmonie, ich will Sicherheit auch. Ja? Das ist, danach streben wir alle, mehr oder weniger. Und ihr transformiert diese Ängste von Verlust, Mangel, Schmerz, das transformiert ihr in absolute Stärke. Und die bei mir mal Klienten waren im Coaching, die kennen den Satz von mir, hinter deiner größten Angst steckt dein größtes Glück. Und Angst ist im Kopf. Euch kann nichts passieren, solange ihr nicht irgendwie an einem ausgetrockneten Ästchen über einer kilometertiefen Schlucht hängt. Und das erkennt ihr und da geht ihr durch. Und kommt stärker zurück denn je. Aus der Reaktion in die Aktion. Klarheit, Wahrheit. Wow. Das ist mutig hier. Das ist richtig mutig. Zu sagen, ist mir jetzt alles egal, egal wie viel Schmerz ich erlitten habe, egal wie weh es tun könnte, tun wird, egal auf was ich verzichten muss. Ich kämpfe hier gegen Windmühlen und ich will Wahrheit, ich will mich und mein Glück leben, mein Leben leben, wieder kraftvoll sein, nicht ständig auf der Stelle treten und mich krumm machen und verstellen vielleicht selber auch, ein böses Spiel mitspielen. Ich lasse das alles hinter mir. Und wie gesagt, einige haben auch irgendwie Hilfe, gerade die Detektivsteinböcke da draußen. Da kriegt ihr irgendwas gesteckt. Und wenn es nur ein Impuls ist, der euch eine Idee bringt. Wir fragen mal nach einem Impuls. Liebe Steinböcke, wenn das hier mit euch resoniert hat, dann lasst es mich wissen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir auch sehr gerne einen Kommentar da. Also da bin ich gespannt. Das ist hier fast schon ein bisschen actionfilmmäßig. Danke, liebes Universum. Der Eremit ist Ausdruck nicht nur für Rückzug, sondern auch, ich suche in mir nach neuen Wegen. Ihr habt keine Lust mehr auf ausgetretene Pfade. Das ist auch ein klares Statement. Hey, lieber alleine sein, als weiter diesen Maskenball hier mittanzen. Verstellt und unwahr und oberflächlich und wo ich mich verbiegen muss. Nein, ihr richtet euch auf. Und alle Antworten auf eure Fragen, alle Lösungen auf eure Probleme und Herausforderungen liegen in euch drin. Ihr nehmt Kontakt zu eurem höheren Selbst auf. Es kann auch sein, dass ihr ein arges Rückzugbedürfnis habt. Und ihr sucht einen neuen Weg, einen Weg nicht nur raus, sondern einen Weg Richtung, hier der Stern steht für die geistige Welt, also Richtung eurem persönlichen Glück, das, was euch eigentlich zusteht, was euer höheres Selbst auch euch die ganze Zeit flüstert, ja, eigentlich schreit es euch schon an. Und wie tut es das? Ja, hört auf euer Gefühl. Geht es euch gut? Nein? Dann schreit euch euer höheres Selbst an, eure geistige Crew. Hallo, hallo, Kurskorrektur. So, und getragen wird der Eremit, die Energie des Eremiten von den Acht der Kelchen.
Das ist der Aufbruch ins Ungewisse. Ne? Auch wenn ihr noch keinen Plan habt, vielleicht auch kein Geld mehr, aber ihr werdet einen Weg finden und ihr werdet diese 8 Kelche, ne, die stehen da ja, die liegen da nicht, die sind auch voll, aber euch ist absolut bewusst, da drin ist das süße Gift. Das mag im ersten Moment gut schmecken, ja, gibt auch Sicherheit, weil es ist immer, diese Kelche sind immer voll, aber es ist toxisch, es tut mir weh, es tut mir nicht gut, es ja, lässt mich im Kreis kotzen. Und deswegen dreht ihr dem den Rücken. Ihr lasst alles, ihr lasst los und geht einfach los. Geführt von eurem höheren Selbst. Wow, liebe Steinböcke, das ist so mutig. Wenn ihr alle Informationen haben wollt zu der Woche, dann schaut euch euren Aszendenten noch an. Für Gefühls- und Beziehungsthemen Mond und Venus. Die Videos findet ihr in der Playlist, die am Ende eingeblendet wird. 25. bis 31. März. Sucht euch da eure jeweiligen Aszendenten und Venuszeichen raus. Und schaut euch die Videos auch noch an. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ihr habt meinen tiefsten Respekt für das hier. Das ist... das ist Spider-Man. Vom, ich sag mal, ganz normalen Menschen einmal durch den Schmerz sich von der Spinne beißen lassen oder wie auch immer, ja. Ein paar Tage lang Fieber, euch geht es gar nicht gut, aber dann merkt ihr, wow, taucht auf allzu bald und könnt ganz neue Wege gehen, ganz neue Lebensqualitäten für euch entdecken, von denen ihr vielleicht jetzt noch gar keine Ahnung habt. Liebe Superhelden Steinböcke, ich wünsche euch eine wundervolle Woche, alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.